Nach einer zweitägigen Klausur der Clubobleute der FPÖ wurden die Ergebnisse im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. Dabei wurden auch die Bundespräsidentenwahlen angesprochen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz anlässlich der Clubobleute-Konferenz. Danke fürs Erscheinen. Wir hatten diesmal die Ehre, die Clubobleute aus ganz Österreich an der Spitze, Clubobmann Heinz-Christian Strache, im Burgenland und hier im Avita Hotel in Bad Tatzmannsdorf zu begrüßen. Es waren zwei sehr intensive Tage mit vielen Themen. Ein Thema, das besprochen wurde, war unter anderem die Briefwahl. Ich erinnere daran, die Briefwahl war ursprünglich als Ausnahme gedacht, als Ausnahme für jene, die annehmen mussten, am Wahltag nicht vor Ort zu sein, um ihre Stimme persönlich im eigenen Wahllokal abgeben zu können. Wir haben jetzt nicht zuletzt bei der Bundespräsidentenwahl gesehen, dass diese Ausnahmefälle immer mehr werden und dass der Wahlkartenanteil immer neue Rekorde erreicht. Das wirkt sich zwar einerseits positiv auf die Wahlbeteiligung aus, wir sehen aber auch, je mehr Briefwähler es gibt, desto offensichtlicher wird die Fehleranfälligkeit des Systems und desto offensichtlicher werden die Betrugsmöglichkeiten, die Briefwahl bietet. Ich persönlich habe es langsam aber sicher satt, dass Politiker bei Regierungserklärungen, bei Neujahrsansprachen, bei Sonntagsreden die Heiligkeit der Demokratie beschwören, aber dann bei Verdachtsmomenten, wenn es um Wahlmanipulation geht, jegliche Sensibilität vermissen lassen. Gerade wir im Burgenland haben ja sehr schmerzliche Erfahrungen mit der Briefwahl gemacht, schon vor einigen Jahren. Ich erinnere, bei der Landtagswahl 2010 war die Vergabe eines Mandats von einer Stimme abhängig und es hat sich dann praktischerweise nach der Anfechtungsfrist herausgestellt, dass manipuliert wurde und zwar mittels Briefwahl. Und es ist atemberaubend, wie man auch jetzt nach der Bundespräsidentenwahl etwa von Seiten des Innenministers über Gesetzesbrüche und Verdachtsmomente hinweggeht. Und wie wenig man bereit ist, das System kritisch zu hinterfragen und über effektive Verbesserungen nachzudenken. Wenn sich der Innenminister etwa mit der Frage befasst, ob es erlaubt sein soll, dass man Handyfotos von ausgefüllten Stimmzetteln im Internet veröffentlicht, dann ist das eine klare Themenverfehlung. Und wenn der Innenminister behauptet, die Abschaffung der Briefwahl würde zum Ausschluss von 900.000 Menschen vom Wahlrecht führen, dann ist das schlicht und einfach unrichtig und ein für dumm Verkaufen der Leute. Wir dürfen nicht zulassen, und das ist jetzt die große Gefahr, mit der wir konfrontiert sind, dass die Bürger das Vertrauen ins System verlieren und damit letztendlich das Vertrauen in die Demokratie verlieren. Gelegenheit macht Diebe und die Briefwahl bietet Gelegenheiten, Gelegenheiten en masse. Es sind sich ja auch alle Verfassungsrechtler einig, dass vor allem das geheime und persönliche Wahlrecht durch die Briefwahl unterlaufen und gefährdet wird. Und wenn es noch ums Freiheitlichen ginge, dann würden wir die Briefwahl lieber heute als morgen abschaffen. Was das Burgenland angeht, hat es ja bereits Verschärfungen gegeben nach den Vorkommnissen bei der Landtagswahl 2010. Wir haben ja bei der Briefwahl im Burgenland strengere Bestimmungen, als das etwa auf Bundesebene der Fall ist. Wir haben nicht zuletzt den zweiten Wahltag im Burgenland eingeführt, der bei der letzten Landtagswahl im vergangenen Jahr sehr erfolgreich war. Es haben fast 10% der Wahlberechtigten den zweiten Wahltag in Anspruch genommen. Das heißt, wir haben reagiert und wir werden auch auf die jüngsten Vorkommnisse reagieren. Wir verhandeln aktuell im Landtag das Gemeinderechtspaket und im Zuge dessen die Gemeindewahlordnung. Wir von freiheitlicher Seite lassen momentan die Juristen prüfen, ob es zulässig wäre, die Briefwahl auf Gemeindeebene abzuschaffen. Da besteht die Frage, ob damit das Wahlrecht enger gefasst würde als im Bund. Das ist die Frage, die momentan geprüft wird. Wir werden das auf jeden Fall sehr genau prüfen und darüber auch Gespräche mit den anderen Parteien aufnehmen. Was wir auf Gemeindeebene auf jeden Fall wollen im Burgenland, und ich traue mich zu sagen, dass das kommen wird, das ist der zweite Wahltag, der dazu führen wird, dass die Briefwahl weniger in Anspruch genommen wird. Und wir werden uns natürlich, falls wir die Briefwahl nicht abschaffen können, flankierend Maßnahmen überlegen, die Briefwahl noch sicherer zu machen. Wir haben mit dem Koalitionspartner SPÖ auch bereits Gespräche über einen gemeinsamen Entschließungsantrag an die Bundesregierung aufgenommen. Auch in diesem Fall muss man sagen, dass die SPÖ in Burgenland sehr gesprächsbereit ist und sensibler ist, als das die Kollegen der Bundes-SPÖ sind. Und es wird hier voraussichtlich bei der nächsten Landtagssitzung im Juli ein gemeinsamer Antrag von SPÖ und FPÖ einlaufen. Wir werden natürlich auch die anderen Parteien zu Gesprächen einladen. Abschließend, der Mensch ist sehr innovativ und erfindungsreich, aber was Wahlen angeht, wird es nie eine bessere Erfindung geben als die,
dass der Wähler persönlich im Wirtshaussaal erscheint, persönlich sein Wahlrecht ausübt, und zwar vor einer Wahlkommission, in der möglichst viele Parteien vertreten sind. Für uns ist das Bekenntnis zur Demokratie kein reines Lippenbekenntnis. Wir werden auf allen Ebenen alles durchsetzen, dass wir ein sauberes und ein sicheres Wahlrecht gewährleisten. Dankeschön. Ja, bei der Klubobmänner-Konferenz haben wir natürlich aus burgenländischer Sicht auch allen anderen Bundesländern sozusagen Berichterstattung gegeben über die Arbeit im Burgenland. Wir haben auch der Herr Landesrat Petschnig und meine Person unsere Ressorts erklärt, und wir haben auch zur Kenntnis gebracht, dass es im Burgenland wirklich eine effiziente, schnelle, lösungsorientierte Regierung gibt. Das haben wir natürlich auch im Detail diskutiert. Was ganz wichtig ist, und da glaube ich, dass wir da auch mit dem Koalitionspartner sehr rasch vorankommen werden, ist der Bereich der Mindestsicherung. Das heißt, wir wollen auch im Burgenland das Mindestsicherungsmodell, das es auch schon in Oberösterreich gibt, das in Oberösterreich beschlossen wurde. Und ich glaube auch, dass es deshalb sehr interessant und wichtig ist, weil man kann dann wirklich erkennen, inwieweit andere Bundesländer dann sich immer noch dagegen wehren, dieses Modell anzunehmen oder nicht. Wir werden mit dem Koalitionspartner dieses neue Mindestsicherungsmodell diskutieren, und ich glaube auch, so wie es bis jetzt immer war, dass es hier zu einer Lösung kommen wird. Dieses Mindestsicherungsmodell ist ja deshalb sehr interessant, weil es ja um Leistungen geht. Das heißt, es gibt ja nicht nur Sachleistungen und Geldleistungen, sondern es gibt ja auch einen Integrationsbonus, der aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte nur einige Rechenbeispiele bekannt geben. Einzelpersonen, zum Beispiel die Mindestsicherung soll sich so ändern, ähnlich wie in Oberösterreich, und jetzt im Bereich der Einzelpersonen. Bisher gab es 914 Euro, zukünftig soll es 520 Euro geben. Das heißt, ein Sockelbetrag von 365 Euro plus 155 Euro Integrationsbonus. Das ist deshalb sehr wichtig, weil dann die Liste natürlich, die ich gleich vorlesen werde, dazu beiträgt, dass sich wirklich jemand dann in Österreich auch anpasst und verhält und sagt, okay, ich möchte hier leben, ich möchte hier wohnen, und ich habe auch das Recht dann auf Anspruch, wenn ich mich auch hier anpasse. Wenn man bei zwei Einzelpersonen schaut es so aus, dann soll das Mindestsicherungsmodell neu einen Sockelbetrag haben von 730 Euro mit dem Integrationsbonus zusätzlich mit 310 Euro, das heißt maximal 1040 Euro, bis jetzt 1300 Euro. Bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern gibt es bis jetzt 1708 Euro. Wir wollen auch hier einen neuen Betrag, und zwar 930 Sockel und 310 Euro Integrationsbonus. Noch ein Beispiel, ein Erwachsener und ein Kind, da soll es 615 geben plus 155 Euro Integrationsbonus bis jetzt, also sind insgesamt 770, bis jetzt waren das 1124 Euro. Es ist mir sehr wichtig anzuführen, dass diese Leistungen, die bei dem neuen Mindestsicherungsmodell dann auch dokumentiert werden, dass diese Leistungen natürlich exklusiv folgender Leistungen sind. Da kommt noch dazu die Familienbeihilfe, da kommt dazu noch der beitragsfreie Kindergarten, da kommt noch dazu die Rezeptgebührenbefreiung, da kommt noch dazu die Krankenversicherung, es kommt noch dazu das Pflegegeld, es kommt noch dazu der Zugang zu den Sozialmärkten oder Ermäßigung von Gemeinden und Städten, zum Beispiel beim Aktivpass und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, dass es wirklich völlig in Ordnung ist, dieses Mindestsicherungsmodell neu einzuführen, weil ja diese Leistungen, die ich jetzt aufgezählt habe, ja zusätzlich noch kommen. Das heißt, da kann niemand sagen, dass irgendjemand schlecht behandelt wird, sondern da kann wirklich nur jeder sagen, danke, dass ich hier in Österreich sein kann und dass ich diese Mindestsicherung so in Anspruch nehmen kann. Wir brauchen nicht nur Geldleistungen, sondern wir müssen weg von Geldleistungen hin zu Sachleistungen, dann wird es auch funktionieren. Das war unser Beitrag seitens der Regierung bei dieser Klubobmänner-Konferenz. Und jetzt möchte ich schon das Wort unserem Bundesparteiobmann und Klubobmann Heinz-Christian Strache geben. Ja, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Wir haben hier im Rahmen der Clubklausur in Bad Datzmannsdorf die Ehre gehabt, mit Landeshauptmann Stellvertreter Hans Schürz und seiner Mannschaft auch uns mit der Regierungsverantwortung im Burgenland auseinanderzusetzen. Und ich möchte natürlich am Beginn den Gastgebern auch ein Dankeschön ausrichten, dass sie uns diesmal hier ins Burgenland her eingeladen haben. Und natürlich möchte ich auch daran erinnern, dass unser Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer hier im Burgenland im ersten Wahlgang
es geschafft hat, bei 41,9% ein unglaubliches Ergebnis zu erreichen. Es war das beste Ergebnis in ganz Österreich. Und am 22. Mai dann in der Stichwahl waren es stolze 61,43%. So gesehen ist das Burgenland ja mit neuen Maßstäben zu bemessen. Ja, ein unglaublich großartiger Erfolg, auf den man aufbauen kann. Und das Burgenland ist eines der aufstrebendsten freiheitlichen Gebiete und Länder. Wir sind hier nun schon seit einem Jahr in einer Koalitionsregierung. Der einjährige Geburtstag wird demnächst auch stattfinden, dieser Landesregierung. Und wir haben mit unserer freiheitlichen Handschrift doch auch eines sichtbar gemacht, nämlich, dass wir uns auch in dieser Landesregierung im Burgenland positiv durchsetzen konnten. Und so gesehen ist das Burgenland eine Vorbildregion. Es freut mich daher natürlich, dass wir hier auch im Burgenland diese Club-Obleute-Konferenz auch stattfinden haben lassen. Und natürlich ist es auch wichtig, das regelmäßig vorzunehmen, um uns eben auszutauschen mit den Erfahrungswerten, die es in den Ländern gibt. Wir haben jetzt zwei Landesregierungsverantwortlichkeiten, einerseits im Burgenland unter Rot-Blau, andererseits in Oberösterreich unter Schwarz-Blau. Und das ist gut, das wollen wir auch weiter ausbauen, wollen mit diesen Erfahrungswerten natürlich auch entsprechend mit den anderen Bundesländern Regierungsverantwortung in Zukunft übernehmen. Wir haben gerade im Burgenland auch eines sichergestellt, dass Föderalismus in der freiheitlichen Gemeinschaft kein leeres Schlagwort ist, sondern tatsächlich gelebt wird. Im Burgenland haben wir ja ganz eine besonders schwierige Situation, auch was die Krise des Arbeitsmarktes betrifft. Hier hat man ein burgenländisches Modell entwickelt, wo man ganz bewusst auch den Vorrang für österreichische Arbeitnehmer sicherstellen will. Das ist der richtige Ansatz. Wir haben die Verantwortung gegenüber unseren Staatsbürgern. Und gerade bei einer Rekordarbeitslosigkeit muss man sich überlegen, wie kann man die österreichischen Arbeitslosen wieder in den Arbeitsmarkt auch zurückführen. Wie kann man Perspektiven schaffen? Wie kann man da auch gegensteuern? Das muss die Hauptverantwortung sein einer von politischen Verantwortungsträgern. Und wir haben jetzt unlängst erst gehört, dass der Herr Kern über neue Steuern nachdenkt. Also ich bin ganz entsetzt. Ne? Jetzt haben wir einen Bundeskanzler, der neu ist, der nicht einmal eine demokratische Legitimation hat, nie gewählt worden ist vom österreichischen Bürger. Und innerhalb von 14 Tagen erleben wir, dass der sich schon völlig ad absurdum geführt hat. Ne? Unglaublich. Das ist in Wahrheit der Werner Faymann mit Sonnenbrille. Ich habe den Eindruck, da hat sich nichts verändert. Ne? Der setzt die gleiche Politik fort. Ja? Man könnte sagen, eigentlich sogar noch linker als der Werner Faymann, nachdem der Werner Faymann zur Vernunft gekommen ist, nach einem Dreivierteljahr einer völlig verfehlten Massenzuwanderungspolitik mit Gesetzesbrüchen und dann endlich zur Vernunft gekommen ist und auf die freiheitlichen Vorschläge eingegangen ist, na, da hat man den Werner Faymann abmontiert. Ja, und dann ist der Kern gekommen, der neue Wunderwuzi, der Austro-Obama. Ja, wird hochgejubelt, ne? Unglaublich. Ne? Die Frage ist, was ist seine Leistung? Ne? Und die erste Leistung, die haben wir schon gesehen, da ist er, hat er sich hingestellt und hat gleich einmal schon gezeigt, wie seine Rechenkünste ausschauen. Ne? Bei 22.000 Asylanträgen, sagt er, sind nur 11.000. Ne? Und das sind genau die Taschenspielertricks, die zeigen, wie unehrlich diese Bundesregierung agiert. Und wie unehrlich auch schon damals die sogenannte Obergrenze war. Eine reine Placebo-Maßnahme, wo man versucht hat, die Leute zu täuschen, gerade vor Wahlen zu beruhigen. Und kaum ist eine Präsidentschaftswahl vorbei, zeigen sie ihr wahres Gesicht. Ne? Wir haben in Wahrheit natürlich ein Problem. Wir haben über 22.000 Asylanträge in Österreich. Und da kann der Herr Kern 100-mal das Schönrechnen oder mit Taschenspielertricks versuchen zu halbieren. Die Realität sieht anders aus. Und das ist eigentlich ungeheuerlich und schäbig, muss man sagen, und skandalös, wie er da agiert. Man kann das nur als unverschämt bezeichnen, wenn er mit diesen Zahlentricksereien operiert. Und da kann man nur sagen, Kerns Motto lautet offenbar, ich zähle sie nicht. Und darum gibt es sie nicht. Ne? Das ist sein Motto. Aber die Realität sieht, wie gesagt, anders aus. Und wir haben hier eine Verantwortung, einerseits korrekt und ehrlich mit den Zahlen umzugehen, auf der anderen Seite auch einzufordern, dass die Regierung Vereinbarungen einhält und sich an die Gesetze hält. Und ich habe schon von Beginn an gesagt, die Obergrenzen sind eigentlich absurd. Es gibt nämlich in Wahrheit Gesetze, die sind einzuhalten. Und da gibt es die Dublin-Gesetze, da gibt es die EU-Außengrenzen, Schengen-Grenzensicherung, die als Gesetze einzuhalten sind. Und dann gibt es natürlich auch das Menschenrecht. Und Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention, ja, die verdienen Schutz und Aufnahme. Aber was wir letztes Jahr erlebt haben, von Sommer weg bis in dieses Jahr hinein,
zeigt eines, dass über 90% derjenigen, die gekommen sind, keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention sind. Und da erleben wir, dass mit völlig falschen Begriffen operiert wird, mit Scheinbegriffen operiert wird, auch eine völlige falsche Diskussion geführt wurde, weil das Menschen sind, in der Regel, die aus sozialen, wirtschaftlichen Gründen aufbrechen, nicht, weil sie politisch, religiös oder rassisch verfolgt sind, sondern sich wirtschaftlich verbessern wollen und über unzählige sichere Länder reisen, um dann in ihre Wunschdestination Österreich, Deutschland oder Schweden zu gelangen. Und das ist eindeutig nicht im Sinne der Genfer Konvention. Das heißt, keiner dieser Menschen, die über unzählige Länder gereist sind, dort nicht, wie das Menschenrecht es vorsieht, einen Asylantrag gestellt haben, sondern erst dann in Österreich versuchen, einen Asylantrag zu stellen, haben ein Recht auf Asylantragsüberprüfung. Das muss man wissen. Das heißt, was wir erleben, ist eine österreichische Bundesregierung, die hier entgegen alle Gesetze Menschen aufnimmt, Asylanträge prüft, die gar nicht zu prüfen sind, weil in Wahrheit derjenige schon die Länder zuvor, wo er in Sicherheit gewesen ist, das Antragsrecht nützen hätte müssen. Und da versucht man, die österreichische Bevölkerung für dumm zu verkaufen. Anders kann man es nicht bezeichnen. Und natürlich sind diese Sachen zu korrigieren. Und wenn jetzt der Herr Außenminister Kurz nach einem Dreivierteljahr ein bisschen Zeit versetzt, aber doch, dann endlich die freiheitlichen Vorschläge zum Teil übernimmt, dann kann ich nur sagen, Gratulation, Herr Außenminister. Endlich. Nach einem Dreivierteljahr, endlich hat er doch das eine oder andere verstanden. Ein bisschen spät, ne? Spätzünder, kann man auch sagen. Ich frage mich nur, warum er im Ministerrat überall zugestimmt hat. Wo war dort seine Kritik? Ne? Wo hat er dort die gesetzeswidrigen Handlungen im letzten Jahr der eigenen Bundesregierung kritisiert oder die Regierung aufgefordert, das endlich abzustellen? Da habe ich nichts erlebt. Ne? So gesehen, Glaubwürdigkeit sieht anders aus. Und ich muss den Herrn Kurz vielleicht in einem einzigen Punkt auch korrigieren. Wir brauchen die Menschen, die nach Europa aufbrechen, nicht auf Inseln internieren. Nein, das braucht man nicht. Ne? Das australische Modell sieht anders aus. Das australische Modell sagt klar und deutlich, no way. Da gibt es eine gemeinsame Sprache, da sagt man, bitte probiert es gar nicht aus wirtschaftlichen Gründen Richtung Australien aufzubrechen. Tut euch das gar nicht an. Wir werden mit Schiffen den Grenzschutz auch auf See sicherstellen. Wir werden euch auch retten, wenn ihr das probiert. Wir werden euch in Sicherheit bringen, aber wir bringen euch nicht nach Australien. Wir bringen euch zurück dorthin, wo ihr ausgelaufen seid. Das ist das australische Modell, da braucht es keine Inseln, sondern das wäre eigentlich der gangbare Weg der Europäischen Union. Endlich die Frontex so auszustatten, dass man nicht zuschaut, wie Schlepper mit Schiffen in Afrika auslaufen, dann immer wieder regelmäßig hunderte Menschen zu Tode kommen und dramatischerweise ertrinken müssen, sondern die Frontex den Auftrag bekommt, entsprechend ausgerüstet und ausgestattet zu sein, hier rechtzeitig Schiffe, die aus Afrika auslaufen, auch aufzuhalten, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zum bisherigen Modell, dann eben nicht nach Europa zu bringen, sondern zurückzubringen dorthin, wo sie ausgelaufen sind. Damit sich dann auch herumspricht, es macht keinen Sinn, diese gefährliche Reise anzutreten, ja, weil wir kommen wieder zurück. Und das muss letztlich auch die gemeinsame Botschaft sein. Und das ist wichtig umzusetzen. Und solange man das nicht macht, wird man das Geschäft der Schlepperbanden betreiben, weil die weiter versuchen werden, natürlich mit teurem Geld Menschen illegal nach Europa zu bringen, weil bis dato eben die Situation eine völlig andere ist, als ich sie beschrieben habe, nämlich die Menschen nach Europa gebracht werden und dann auch Möglichkeit hier aufgeteilt werden. Und solange das System der Fall ist, betreibt Europa das Geschäft der Schlepper. Wir müssen es daher umdrehen und wir müssen daher hergehen und müssen klar und deutlich in diesen Ländern, wo es heute wirtschaftliche und soziale Probleme gibt, dort Investitionen setzen. Nicht Geldüberweisungen, so wie heute, in die dritte Welt, wo Milliarden überwiesen werden, sondern Projektmaßnahmen. Wir brauchen Infrastrukturprojekte, wir brauchen Bildungsprojekte in Afrika, wir brauchen Wirtschaftsprojekte, wo die Menschen vor Ort eine Perspektive haben. Ja? Und nicht letztlich Geldüberweisungen, die heute irgendwo in dunklen Kanälen oder für Waffenanschaffungen missbraucht werden. Das heißt, da ist umzudenken und man muss klar und deutlich signalisieren, wir können euch nicht nehmen. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Und solange das nicht der Fall ist, wird Europa die heutige Situation erleben. Und solange die EU-Außengrenzen in der Form nicht gesichert werden, wie ich das gerade beschrieben habe, müssen wir nationalstaatlich natürlich unsere Grenzen schützen und sichern. Das sind ja wir unseren Staatsbürgern verantwortlich. Und es kann nicht sein, dass wir dann tatenlos zusehen, wenn 1,5 Jahre und länger die Europäische Union mit ihren eigenen Aufgaben
der EU-Außenschengen-Grenzen völlig scheitert und nicht imstande sind und nicht fähig sind, das endlich auch in den Griff zu bekommen. Da muss man mal die Europäische Union hinterfragen. Und immer wieder wird uns unterstellt, wir sind Anti-Europäer. Nein, wir sind keine Anti-Europäer, im Gegenteil. Wir sind leidenschaftliche Österreicher, wir stehen zu unserem Heimatland Österreich, wir leben mitten im Herzen Europas und wir sind glühende Europäer. Wir wollen ein europäisches Friedensprojekt. Aber dieses Projekt der Europäischen Union, das Vereinsprojekt der Europäischen Union, geht in eine völlig falsche Richtung. Das heißt, diese Europäische Union muss sich reformieren, die muss endlich wieder bürgernahe werden, die muss in Richtung direkter Demokratie, verbindliche Volksabstimmungen, Bürgereinbindungen und die muss endlich lernen, ihre eigenen Gesetze einzuhalten. EU-Schengen-Grenze als ein Beispiel. Seit 1,5 Jahren ist die Europäische Union nicht imstande, das einzuhalten und sicherzustellen. Maastricht-Vertrag, ne, den gibt man sich und sagt klar und deutlich, wir werden niemals eine Schuldenunion und dann bricht die Europäische Union ihre eigenen Gesetze. Und dann stellt man sich die Frage, nehmen sich diese Politiker auf europäischer Unionsebene überhaupt selbst ernst, ne, wenn sie selbst Gesetze brechen? Und das muss man kritisieren, das muss man abstellen, das muss man verändern und es braucht einfach ein anderes, ein gerechteres, ein bürgernahes Europa, als wir es heute erleben, das sich in Richtung eines zentralistischen Bundesstaates heute entwickelt. Das ist ja die Wahrheit. Und wir wollen ein anderes Europa und wir stehen für ein anderes europäisches, föderales Modell, das eben in unseren Augen dann auch ein sozialeres und friedlicheres europäisches Modell ist, als das, das heute in Angriff genommen wird. Und diese Sachen haben wir natürlich im Rahmen der Klausur unter anderem auch besprochen. Wir haben aber auch, wenn es um die Briefwahl geht, die der Herr Klubobmann eingangs beschrieben hat, ja, auch das natürlich sehr, sehr kritisch bewertet. Da muss man differenzieren. Wahlkarten sind korrekt. Wenn jemand am Wahltag eine Wahlkarte hat, ist das vollkommen korrekt. Der soll überall in Österreich in jeder Wahlzelle wählen können. Die Briefwahl ist das Problem. Die Briefwahl ist missbrauchsanfällig und manipulationsanfällig. Und dort braucht es unbedingt eine Änderung und ich sage am besten die Abschaffung der Briefwahl. Denn wenn wir erleben, dass heute nicht einmal man selbst eine Briefwahlkarte bestellen muss, sondern es schon dort die Möglichkeit gibt, dass das ein anderer für einen macht. Wenn die geheime Wahl nicht sichergestellt ist, wie das in unserer Verfassung zutiefst verankert ist, ne? Und wenn am Ende dann auch noch andere Missbrauchsmöglichkeiten, die wir ab Mittwoch dann auch veröffentlichen werden, weil die Juristen gerade daran arbeiten, möglich sind, dann muss man einfach diese gesamte Briefwahl wirklich mehr als in Frage. Dann ist das ein System, wo wir mit gutem Grund nicht mit dem Finger auf andere Staaten zeigen können. Ne? Da können wir nicht in die Ukraine mit dem Finger zeigen und sagen, na, in der Ukraine sind faire und geheime Wahlen nicht gesichert. Ne? Oder in Albanien oder sonst wo. Ne? Da müssen wir bei uns in Österreich dann uns bei der Nase nehmen und sagen, na, sowas kann doch nicht sein. Ne? Und da muss doch jeder, dem die Demokratie und der Rechtsstaat wirklich am Herzen liegt, in Wahrheit sagen, so kann es nicht weitergehen. Da müssen wir was ändern. Ja? Und genau darum geht es. Wir brauchen ein sicheres Wahlrecht, wir brauchen ein korrektes Wahlrecht, wir brauchen ein faires Wahlrecht und es muss der österreichische Staatsbürger sich sicher sein können, dass Wahlen auch wirklich anständig und korrekt ablaufen und ohne Manipulationsmöglichkeit. Und genau darum geht es. Und das ist natürlich der Hauptansatzpunkt, den der Klubobmann auch beschrieben hat. Und das werden wir in Zukunft auch sicherstellen. Da kann man und darf man nicht zur Tagesordnung übergehen, wenn solche Missbrauchsfälle der Fall sind. Und ich habe das schon eingangs gesagt, die Juristen prüfen ja, aber alleine die Prüfung, die ich kenne, betrifft schon über 30.000 Stimmen. Ja? Das heißt, wir reden sehr wohl von einer Relevanz der letzten Wahl, ja, und nicht von ein paar Einzelfällen. Ja. Und das zeigt schon auf, welche Dramatik es da gibt. Und ich sage, da haben wir alle eine Verantwortung, dem gegenzusteuern. Und da dürfen wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Und das waren natürlich auch die Themen der Clubklausur.